So. Dann gehen wir mal zum Steinmal. Mal gucken, was dann kommt. Weil dieses Cape hat auch irgendwie so eine richtig seltsame Animation. Es fliegt einfach gerade. Ich glaube, dass es sich vielleicht auf und ab bewegt. Ich weiß nicht, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Vielleicht aber liegt es auch daran, weil die so groß ist und das Cape ist irgendwie so kurz. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, es sieht irgendwie komisch aus. Seht, Berufener, dieses Artefakt hier vor uns ist ein Steinmal. Wir verwenden es, um in die Stadt zu reisen. Es könnte anfangs ein wenig unangenehm sein. Ich weiß noch genau, wie ich mich übergeben musste, nachdem ich zum ersten Mal damit gereist bin. Aber es ist der einzige Weg in die Stadt. Okay. Ja, Nun gut. denn. Wie benutze ich denn das? Nach Idylla reißen. Oh. Beam mich hoch, Scotty! Und ich krieg halt einfach 40.000 Gold dafür. Einfach, dass ich da hochgegangen bin. Einfach, dass sie mich raufgebeamt haben. Die haben so einen Beutel Gold einfach davor, so hier. Bam. Seht ihr es? Idylla, das prachtvolle Symbol unseres Versagens. Kommt, lasst uns nun zu Anorkathos gehen. Er mag sich vielleicht vor den Nöten unseres Volkes verstecken, aber er wird keinen Besucher abweisen, der von Ethene gesandt wurde. Okay. Nun denn. Ah, Jotunlager. Dann habe ich das da schon mal fertig. Schrein der Erde, das Labyrinth. Terex-Haus, der Schrein der Luft. Erstmal in die andere Richtung laufen. Lasst mich durch. Was ist? Wenn ihr die Wachen nicht überreden könnt, mich durchzulassen, ich... Tut mir leid. Aber es macht mich wahnsinnig, wie ein Tier in der Stadt eingesperrt. Ich will doch nur im Labyrinth nach meiner Frau Galatea sehen. Aber sie lassen mich nicht raus. Ihr ließ sie im Labyrinth zurück. Ich habe sie nicht gerne zurückgelassen, Berufener. Ich wollte, dass sie mit mir geht, aber sie ist manchmal ein bisschen träge. Aber jetzt kann ich sie nicht holen, weil ich einer der besten Steinmetze der Stadt bin. Die Wachen haben Befehl, mich nicht passieren zu lassen, damit ich nicht umkomme. Ich will nur wissen, ob sie unversehrt ist. Aber ich habe so viel für diese Stadt getan, dass ich sie nicht verlassen darf. Ich könnte nach eurer Frau suchen. Würdet ihr das tun, Berufener? Das... wäre grandios. Dann wüsste ich wenigstens, dass sie wohlauf ist. Ich habe sie in den Ruinen des Labyrinths zurückgelassen. Im alten Steinbruch der Stadt. Dort solltet ihr sie suchen. Okay. Bitte findet meine Frau. Gebt acht, wo ihr hintretet, Berufener. Ich möchte nicht, dass das Versagen der Kolossai noch mehr Leben kostet als ohnehin schon. Wieso könnte ich runterfliegen? Warum ist in der Stadt eine Grube? Es war nicht beabsichtigt, dass sie hier ist. Zumindest nicht von uns. Aber derartige Fragen solltet ihr besser dem Primos stellen. Es genügt, wenn ich euch sage, dass sie in Erwartung auf etwas entstand, was nie eingetreten ist. Okay. Lebt wohl. Ich bereue nicht. Was? Was? Ich kann von dem Ding einfach so runterspringen. Alles klar. Alles klar. Hinter diesen Treppen liegt das Allerheiligste des Primos. Des Anführers des Volkes der Kolossai in den Szenen von Naros.
Ich muss euch warnen. Anokatos hat diese Räume seit Jahren nicht mehr verlassen. Er hat geschworen, so lange zu beten, bis die Götter ihm antworten. Und sein Volk hat deswegen gelitten. Aber ich glaube, seine Antwort ist nun endlich eingetroffen. Sprecht mit ihm, Berufener. Sein Volk braucht ihn. Jo. Lebt wohl. Berufener, kann ich irgendetwas für euch tun? Interessante Türen, also... Steinkolosse, die hier die Felsen hochheben. Oder kommt dein Hintern durch? Der Weg mag voller Mühsal sein, doch wisset, dass er euch ins Land unserer Erhabenheit führt und dass wir ihn gemeinsam mit euch gehen. Dies waren die Worte, die die Götter zu dem Ahnen unseres Volkes sprachen, als sie uns von unseren niederen Ursprüngen zur Entfaltung unseres Potenzials führen wollten. Ich habe diese Worte an jedem Tag meiner Herrschaft in meinem Herzen getragen. Doch nun haben sie Gestalt angenommen. Seid willkommen, Berufner. Diese Stadt wird endlich vollendet werden. Diese Stadt ist unvollendet, warum? Weil wir alle unvollendet sind. Mein gesamtes Volk, weil wir nicht würdig genug waren und es noch nicht verdient hatten, derartige Wunder der Götter zu erblicken. Und ich dachte, dieses Versagen sei endgültig. Ich habe in Abgeschiedenheit zu den Göttern gebetet und auf eine Antwort gehofft. Aber sie waren ebenso schweigsam wie der stumme Chor. Nun jedoch ist der Berufene erschienen. Durch euch können die Götter Zeuge sein, wie wir für unsere Unzulänglichkeiten Buße tun. Wir müssen sofort beginnen mit dem Kranz der Absolution. Was ist der Kranz der Absolution? Etwas, das kein Primus jemals tragen wollen würde. Sie werden nur in Zeiten großer Not angefertigt, wenn wir den Göttern unsere Hingabe beweisen müssen. Was muss ich tun? Nun, die Götter vergeben euch. Es wäre so einfach. Es gilt jedoch, ein Ritual durchzuführen, in dem der auserwählte Berufene den Kranz der Absolution anfertigen muss. Zunächst kommt die Grundlage. Sie ist ein goldener Reif mit eingravierten Gebetsrunen. Ich wünschte, wir hätten die Zeit, für diesen Anlass einen herzustellen. Doch dem ist nicht so. Zum Glück jedoch gibt es bereits einen Reif. Mein Vorgänger Arkes hatte einen Kranz anfertigen lassen, der gemeinsam mit ihm unter der Stadt begraben liegt. Sekandra wird euch hinführen. Okay. Wir sind so nah. Agora von Idylla. Was kann ich tun? Und? Die Untertanen des Primus sind schon seit Ewigkeit nicht mehr in den Genuss seiner Worte gekommen. Was hat er zu euch gesagt? Ich brauche Arkes Reif. Ich muss Arkes Gruft plündern. Was? Arkes war unser Primus. Er war der Anführer unseres Volkes. Er war... Anokatos kann doch nicht... Will Anokatos vielleicht auch noch, dass wir auf die Gräber unserer Toten spucken? Arkes war unser Primus. Ich bin seine Zumutungen langsam leid. Wir sind in den Grüften der Unterschächte. Und wir werden uns beeilen müssen. Lebt wohl. Ah, das ist so ein Gullideckel, okay. Die begraben anscheinend ihre Toten in der Kanalisation. Giftspucker, Riesenspinne. Ah, okay.
Bin der Passagier. Es gibt Berichte, dass ein Trolljunge ist, zu einem mächtigen silberigen Troll herangewachsen ist. Okay. Eine Vermesserin ist verschwunden. Okay. Hamsterer. Na gut, dann gibt's jetzt Abenteuer in der Kanalisation. Das braucht so lange, um zu kanalisieren, holy shit. Ach, dammit, mein Inventar ist ja voll. Ja, gut, dann ganz ehrlich, gehe ich wieder raus. Suchen einen Händler und dann komme ich wieder rein. Ich denke jetzt mal nicht, dass das zu viel verlangt wäre. Oh, der Markt, der hat extra einen eigenen Bereich. Aber ist nicht wirklich groß. Aber ey, vielleicht verkaufen die den Rucksack. Das Leben als Berufener. Das ist sehr schwierig, ja. Rucksack, nice. Muss anstrengend sein. Passt auf euch auf da draußen, Berufener. Immer. Passt immer auf mich auf. Kann ich von hier aus eigentlich auch einfach zurückreisen? Ich glaube wahrscheinlich auch wieder nicht. Das ist quasi so dieses typische: Oh, du bist hier, dann musst du hier alle Quests fertig machen, bevor du wieder gehen kannst. Weil wir lassen dich sonst nicht gehen und kommen nicht zu den Verkaufen. Ich, nach welcher Art von Ausrüstung? Willkommen auf dem Markt. Bitte, nein, du verkaufst mir auch keine. Von Idyller Beruf. Ich hoffe, unsere Stadt gefällt euch. Der Berufen, Tränke zu benutzen, ist kein. Du verkaufst ja. Ja, die verkauft bloß das Zeug. Zeichen von Schwäche. Meine Tränke heilen. Kauft die was? Für eine Rüstung begeistern? Willkommen in Idyll. Berufener, mit mir an eurer. Dammit! Die verkauft bloß Gemmen. Ja. Wieso? Wieso verkaufen die keine Rüstung? Okay, der entfernt nur Gemmen. Ich brauche jemanden, der mir Ding verkauft. Ich brauche Reparaturkits. Im Markt von It. Ich hoffe, unsere Stadt gefällt. Ich repariere alles, was ihr mir bringt. Lebt wohl. Ich hoffe, es gibt noch jemand anders, der mir das Zeug verkaufen kann. Sonst habe ich ein Problem. Uah. Ja, da ist wieder die Kanalisation. Na gut, dann gehe ich da eben wieder rein. Hudum.
Ich muss auf jeden Fall wieder zurückgehen, am Ende zurück zum Haus gehen. Wenn ich die Möglichkeit habe, damit ich wieder das Zeug in mein Lager tun kann. Das hätte ich vorher nicht machen sollen. Hätte ich wieder mehr Platz im Inventar. Der Korridor da oben sieht cool aus, mit 1000 Stachelfallen. Erinnert mich ein bisschen an was. Und das hier erinnert mich auch irgendwie ein bisschen. Ich bin an Dark Souls 2. Was gibt's hier? Steinmetzhammer. Oh. Was machen die Elfen hier? Und was sind das für Champions? Urelfen-Champion. Und was können die so? Elfig sein oder wie? Oder nervig? Okay, das ist da unten. Was die Hebel da drin sind, habe ich aber keine Ahnung. Wir wohnen in Idyllas. Ah, okay. Dann kann ich bloß die Fallen benutzen, warum auch immer. Ah, da hinten kommen, da würden da Gegner wahrscheinlich rauskommen. Und ich muss die benutzen, damit die, um die abzuwehren. Könnte ich mir irgendwie so vorstellen. Wäre recht cool. Oh. Das Lykaion hat seine beste Zeit hinter sich. Ich bin gespannt, wann es geschlossen wird. Wo ist das Lykaion? Das ist ein Elfen-Sturm-Champion. Fischfütterer.
Au. Seid gegrüßt, Fremder. Das sind so Gimmicks, die ich nicht verstehe. Da komme ich wieder hoch in die Stadt, oder? Nee, das Lucarion kommt. Da komme ich hin. Okay. Da kann ich mich mal wieder wegbeamen lassen, oder? Nördliches Steinmal. Gegrüßt, Fremder. Von der Truhe. Wird jetzt noch ein Haufen. Und das ist die Brosche. Binde Abstücke. Keine Ahnung, was der für ein Element benutzt, aber jetzt ist er tot. Aber es kann auch sein, dass er quasi Schutz vor allen Elementen hat. Denn er ist der Avatar. Der Herr der Elfemente. Weil er ein Elf ist, versteht ihr? Badum. Der war so richtig schlecht. Der war nicht schlecht, der war mies. Holy shit. Da weint man statt zu lachen. Bei solchen Witzen. Oh, ich glaube, da hinten kommt der Troll, den ich töten muss. Jo. Ich tue schon mal Unterstützung. Ein blinder Passagier. Bist du nur hier reingekommen? Belohnung einfordern. Oh yeah. Und er hat die Truhe hier bewacht. Das waren all seine Habseligkeiten. Wo genau muss ich da eigentlich hin? Ich muss nach da drüben. Und natürlich kann ich hier nicht weggehen. Muss ich jetzt echt... Hä, aber ich kann doch da irgendwo runterspringen. Ah, ich muss nach da oben gehen. Dann kann ich von da oben runterspringen. Oder? Ja. Sieht mir ganz danach aus. Stimmt, der war ja noch aktiv. Vorhin. Ich glaube, selbst damit sterbe Laute. Ich dachte jetzt, da wäre irgend so ein Dude gestorben. Aber in Wirklichkeit war das nur dieser Pterix.
Fundamentbericht. Entweder sterben die hier alle immer. Oder die sind irgendwie tot. Das ist noch mehr Terrixe. Aber gut, hier ist es ja auch, scheint es auch gefährlich zu sein. Auch Goldmünzen. Die sind wenigstens nicht so schlimm wie die Scuffs. Die Scuffs waren lästig. Schade, dass ich in der Arena nicht gegen die kämpfen kann. Also jetzt gegen die Scuffs, nicht gegen die Terrixe. Das hätte ich dann schon ein bisschen grinden können, aber gut. Also für den Erfolg grinden. Ja, dann müsste ich dann quasi dann immer wieder diese ganzen Festungen durchgehen und dann immer gucken, ob das Gas sind und so. Und das ist dann ein bisschen... Naja. Vielleicht mache ich das... Das sind so Dinge, die mache ich lieber offscreen. Da gucke ich mir daneben zu irgendwas an oder so. Oder höre mir was an. Oh cool, ein Schatzhaufen und ein Götze. Ah, die können sich teleportieren. Durch den. Das ist eine recht interessante Fähigkeit. Oder nützlich. Sagen wir es mal so. Wenn ich echt mal überlege, ob ich den Prismäre Dietrich benutze. Dafür, dass ich eine 100% Chance habe. Also wirklich. Oh, da mache ich die Ratten jetzt noch. Dann rate ich jetzt noch ein bisschen.
Und Belohnung einfach. Ach so, dann das ist dann wieder oben. Gut, dann komme ich von außen um da auch hin. Dann hätte ich einfach gesagt, dann machen wir beim nächsten Mal. Finden wir einfach diesen komischen Reif von diesen anderen Primos. Und dann hätte ich an der Stelle gesagt. Ja und bis zum nächsten Mal.